Ob Flensburg dann Flandern ist? Was haben wir denn hier? Guck mal hier, Holz. 35 Salz. Kannst du auch. So, wo ist die Kulak? Da ist die Kulak. Einmal aktivieren, bitte. So. Dann läuft das auch schon. Aushang. 30 Kleidung wird benötigt. Dann haben wir hier oben ist der. Ist das... Der erstmal dahin, so da das Salz drauf. Dann packen wir, guck mal, wir nehmen die Met, nehmen wir schon mal mit die Hälfte. Was können wir denn hier noch? Holz können wir auch mitnehmen. Ach, der hat ja gar nicht. Ach ja, der hat ja nur noch drei Schiffe. Der hat ja nur noch drei Schiffe. Ich erinnere mich, da ist uns ja gerade ein kleines Malheur passiert. Kann ich hier irgendwo ein Schiff kaufen? Ich brauche neue Schiffe. Ah, eine Kogge. Ja, danke. Hier, Stettin. Geh mal Stettin eine Kogge kaufen. Kannst du mitnehmen. Kannst du mitnehmen. Die wartet da. Kann man wohl direkt mal ausbauen, ne? Ja, 20 Kanonen. Wunderbar. Geht ja nur, damit ich so viel wie möglich mitnehmen kann. Mehr will ich ja damit nicht. Mehr will ich ja nicht. Aushang, Kleidung benötigt. Die Malmösen brauchen Kleidung. Die Malmösen brauchen Kleidung. Der fährt dahin. Da ist auch nichts los. Taverne. Wirtschaftsflüchtlinge, Matrosen, sonst dergleichen haben wir nicht. Wir haben aber auch noch eine Schatzkarte offen, ne? Das heißt, wir können auf Schatzsuche gehen. Unterstützung von Nestwert gesucht. 300.000. Ja, danke, nehmen wir an. Wo ist denn hier das Problem? Habt ihr wieder nichts zu beißen, oder wie? Alter, euch muss man alles hinten reindrücken. Ist doch nicht, ich mach nur Minusgeschäfte hier. Ist doch nicht wahr. Aber sowas von Minus. Nee. Kleidung und Wein bräuchten die. Nee. So, jetzt hast du hier so. Wunderbar. Haben wir hier irgendwas, was wir verkaufen können noch? Met könnten wir eigentlich nur. Oh, so, 85%. Wunderschön. So, auf nach Lübeck. Auf nach Lübeck. Ah, Hungerstreik. Hier herrscht Hungersnot. Da kann ich mir doch gar nicht. Ich habe euch doch gerade voll versorgt. Was ist denn los bei euch? Ihr seid doch doof, seid ihr. Bier. Kleidung. Wenn hier jetzt immer noch Hungersnot reicht, ne? Rezension. Gäste, Rufmord. Ja, Produktion knapper Ware. Pech wird benötigt. Ne, haben wir nicht. Nö. Die brauchen Salz. Alter, was ich jetzt an Salz hier scheffel, ne? Das darfst du auch keinem erzählen. So langsam müsste ich mal hier anfangen. Ja, weg damit. Weg. Scheißegal. Scheißegal. Gäste Brandstiftung braucht man nicht. Die brauchen Bier. Das heißt, wir produzieren doch hier. Ach, guck mal. Wir haben noch Getreide.
Wie viele Brauereien haben wir? Wir haben 7. 21 Bier am Tag. Ich könnte hier noch ein paar Brauereien hinbauen, ne? So, bauen wir da 3 Brauereien hin. Sehr schön. So, dich haben wir auch hier. Das ist gut. Du dahin. So, was haben wir hier noch? Fleischfälle. So. Wir nehmen Gewürze mit. Wir nehmen Kleidung mit. Wir nehmen Bier mit. Wir nehmen Stoffe mit. Wir nehmen Werkzeug mit. Wir nehmen Salz mit. Wir nehmen Honig mit. Was nehmen wir denn noch mit? Getreide ist bestimmt auch gut. Das war's, ne? Können wir hier noch ein Schiff kaufen? Ne, haben die nicht. Auf nach Flensburg. Dann gucken wir mal, ob das hier Flandern ist. Ob das dann zu Flandern zählt oder nicht. In der Zeit können wir in Malmö der Käse und alles wieder verkaufen. So, das kann weg. Der Käse kann auch weg. So. Was wollen die haben? Kleidung immer noch. Gibt es nicht. Nicht von mir. Ihr kriegt keine Kleidung. ...64... ...70... ...77. So, Region. Waldemar, König Waldemar. Warenforderung, König Waldemar. Ja, Königreich. Königreich Dänemark, also das ist Dänemark. Mecklenburg, Dänemark, Norden, Schweden, Pommern, Livland. Wo ist Flandern? Alter, willst du mich fragen? Wo ist Flandern? Zu was gehört denn Flandern, bitte? Ich dachte mich kaputt und das ist... Könnte auch hier sein, ne? Dadurch, dass ich hier nach Köln komme... ...8%... ...15... ...2... ...Minden ist... ...0... ...Bremen... ist 9. Also wäre es eigentlich Groningen, ne? Einfachste wäre dann wirklich Groningen. Schiffchen auf nach Lübeck. Wir können uns da... Da ist noch ein Holk, was auf uns wartet. Habe ich 100... Stopp. 149, das heißt... Den machen wir voll. So. Den schicken wir nach Berlin. In der Zeit tauschen wir hier die Schiffe. Wobei 1500 könnten wir eigentlich machen, ne? Du. So. Was sagt es denn? 540 Matrosen. Ja, moin. Immer rein da. Immer rein. 450 reichen. 450 Saufköpfe, die reichen. Annehmen. Kriege ich nämlich mein Lager auch leer. Das heißt, wir hier für eine Rohstoffe. Siehste. Wieder alles richtig gemacht. Du da rein. So. Auf nach Berlin. Was braucht Groningen? Da kann ich jetzt gar nicht gucken, ne? Du fährst erstmal nach Malmö und gehst da alles holen. Erhöhung der Produktion von Kleidung. Ich würde 200.000 kriegen, wenn ich dann noch 2 Betriebe hinbaue, ne? Ja, lohnt sich das in Berlin? Eigentlich weniger, ne? Eigentlich weniger.
So. Drauf, drauf, drauf. Komm, nimm mit den Scheiß. Nimm mit auf nach Groningen. Du fährst, kannst eigentlich durchfahren. Fahr nach Groningen. Und nicht lange rum diskutieren. Strangulieren. Wurde angegriffen. Wurde angegriffen. Sag mal, wer greift denn da meinen Konvoi an? Wer greift da meinen Konvoi an? Aber schön, dass das auf der Karte hier angezeigt wird. Das seht ihr jetzt nicht, ne? Auf der Minimap wird mir das angezeigt. Wo mein Konvoi angegriffen worden ist. Das heißt, The Saint räumt jetzt mal hier eben auf. Das heißt, The Saint fährt jetzt mal nach Scarabo. Erhöhung von Tuch. Haben wir hier Tuch? Tuch wird hier hergestellt, ne? Das heißt, sie bräuchten dann Wolle. Kann ich... Kann ich gar nicht. Gödecke. Sag mal, mein Freund. Was läuft bei dir verkehrt? Ja, tut mir leid, ne? Bist du mal eben gesunken? Kann ich ja gar nicht. Ich wollte nach Groningen. Ich wollte nach Groningen, genau. Ich wollte hier die 18%, die wollte ich hochdrücken. Die wollte ich hochdrücken, dann passt das. Nee. Da wurde einfach mein Konvoi angegriffen. Kannst du doch das? Nee, da geht nein. Da könnt ihr doch nicht machen. Was sagt Nestwett? Aufschwung. Bier und Kleidung eigentlich nur noch, ne? Bier, Kleidung. Alles andere läuft. 69. Ah, die brauchen Matrosen, ne? Kartografie abgeschlossen. Ich sehe, ihr helft mir beim Aufbau meiner Stadt. Nein, nein, nein. Das siehst du verkehrt, mein Freund. Das siehst du verkehrt. Das siehst du sowas von verkehrt. Ich helfe dir nicht beim Aufbau deiner Stadt. Ich will wissen, welche Region das ist. Mehr will ich doch gar nicht hier haben. 42, ich brauche 70. 46% habe ich jetzt. Das heißt, ich werde hier auch nicht hinkommen. Fälle. Hier nach Nestwett. Matrosen rauswerfen. Werf da mal die Matrosen raus. Ich brauche neue Arbeiter. Die taugen nichts. Nein. Scherz beiseite. Wenn wir hier die Matrosen rauswerfen, können wir da die Bettler generieren. Und somit bekomme ich dann hier neue Arbeiter rein. Weil 25% belegter Lagerraum, die hauen alle ab. Aber er steigt wieder. Das ist schon mal sehr schön. Das heißt, wenn das hier alles randvoll auf grün ist, wir bräuchten nur ein bisschen Bier und Kleidung. Das heißt, wir könnten von hier... Guck mal, der Mimi ist doch da. Der, das Mimi. Guck mal, Bier. So. Kleidung. Pech. Bringst du das da hin? Und dann läuft der Lachs wieder. Dann läuft der Lachs.
dann läuft der Lachs. 73%. Siehste, der Rest geht alles in den Konto. So, du fährst wieder zurück. Dann werfen wir da ein paar Matrosen raus. Und dann gucken wir mal, da wir hier in Groningen reinkommen. Ja. Wein fehlt. Wein ist das Einzige, was euch interessiert. Ne, ihr seid voll die Alkoholkranken. Ihr wollt nur saufen, 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 saufen. Wie viel werfen wir raus? 100? 200? Ja, machen wir 150. So. Wir müssen mich jetzt, siehste. Jetzt habe ich 162 Bettler in der Stadt. Da fehlen 9. 21 fehlen da. Da fehlen 20. Da fehlen 10. Ah, da läuft ja. Guck mal. Guck, guck, guck. Matrosen. Hauen wir, werfen noch ein paar raus. So. Dann bauen wir. Muss ich hier überhaupt noch was hinbauen? Wir haben 1300 Einwohner, ne? Wenn ich jetzt wüsste, wie viele Betriebe ich habe, zumindest wie viele Einwohner ich pro Betrieb benutzen kann. Ich will wissen, wie viele Mitarbeiter der braucht. Können wir doch. 4 Betriebe, 100 Mitarbeiter, also 25. Schafzucht, 75 geteilt durch 3, 25. Hanfhof, also ein Betrieb sind 25 Mitarbeiter. 25 Mitarbeiter. 25. Wären 250. Habe ich jetzt richtig gerechnet? Das heißt 375. Rechne ich das jetzt richtig? Das heißt, ich habe Betriebe für knapp 400 Mitarbeiter. Plus, ja, da müssen wir noch ein paar bauen. Dann bauen wir doch noch ein paar. Was können wir denn hier? Was können wir denen denn noch? Fleisch am besten, ne? Fleisch ist, ja. So. Dann bauen wir da noch eine Schafszucht hin. Sieht natürlich jetzt auch sehr schön aus mit der Straße hier. Bombastisch. Dann bauen wir da noch einen Brunnen hin. So. Jetzt haben wir nämlich hier wieder Stagnation. Also das steigt dann wieder. Es werden wieder mehr. Sehr schön. So. Mimi, du kannst wieder. Ach, das ist Saint. Du fährst wieder dahin.
brauchen neue Mitarbeiter. Dann können wir da Malmö, können wir den Käse wieder verkaufen, ne? Raus. Was sagt hier, was sagt unser Lagersystem hier? Das kann weg. Das kann weg. Stockfisch haben wir auch noch über. Sehr schön. Mimi ist auch... Ach nee, Mimi wollten wir ja wieder losschicken, ne? Mimi sollte ja wieder weg. Werkzeug. Komm, wir packen alles drauf. Alles drauf. Und dann können wir unser Ziel immer noch aussuchen. Wo fahren wir hin? Palermo? Marseille? Ne, komm, lass uns mal nach Nador fahren. Da fährt der nach Nador. 990 Holz. Holz, fahr mal hoch nach Göteborg. Fährst nach Göteborg, dann fährst du von da aus, fährst du dann nach... Oh, nehmen wir mit. Ah, wir nehmen so viele Schiffe mit. Wird eingekauft, können wir alles gebrauchen. Her damit. Her damit, direkt ausbauen hier. So, wunderbar. Dankeschön. Danke, Sir.